Oh, mit dir. Los, los. Oh. Gerade wo ich mir eine Leine geholt habe. Kann ich dich eigentlich anleihen? Ne, schade. Yippie. Oh, ich kann okay Monster anleihen. Ne, schade, ne? Ich wollte gerade mein neues Haus hier präsentieren. Ne, da müsste ich sterben. So, alles wieder quasi wie vorher. Vor quasi. Das sollten wir aber zähmen, sonst ist ja bald viel, ne? Ja, nicht zähmen. Pflanzen, verpflanzen. Mhm. Aua! Gottes Willen. Sag mal, können wir nicht einfach eigentlich eine Steintreppe bauen? Nur aus Stein oder müssen da Steinziegel nehmen? Nein, nur was? Also aus Cobblestone kannst du die bauen. Ja, das ist nur aus normalem Cleanstone. Das geht nicht, ne? Ja. Nee. Ach so, nee, da nur wenn du die so Ziegel machen. Genau. Ach, weißt du, was ich gerade sehe, was wir auch noch wegmachen müssen wieder? Nee. Das Feuerwerkzeug von der 200 zum Folge. Das wollte ich eigentlich stehen lassen. Für den 400. Ja, stimmt, kommt eh kein Schwein dort nicht. Selbst der Uwe selber wäre ja nicht da hoch. Ja, mal gucken. In der Wende machst du es dann weg. Genau. Das ist gefährlich bei noch. Du bist auch ganz schön tief unten. Sitzt da noch irgendein Vieh in der Wand drinne? Was? Da ist doch noch eins in der Wand drinne, oder? Bei mir ist das in der Wand. Hey. Jetzt sind wir noch. Nee. Soll ich euch mal die größte Frechheit erzählen, die mir in letzter Zeit wieder vorne ist? Ja. Ich wurde gestern und vorgestern von einer Freundin auf 20 Jahre geschätzt. Sehe ich so alt aus? Ja. Ja, der Baum, ja. Was? Also wenn man deine Arme anguckt, ja. 18, 20, so, ja, selber. Ja, doch schon, das ist eine Frechheit. Aber von der Freundin, wie lange kennt die dich denn? Ja, schon ein halbes Jahr. Oder war das hier, der Jessica? Quatsch. Keine Ahnung, 2-3 Stunden kennt die mich vielleicht. Nee, da hab ich schon gefickt, die kenn ich ganz gut. Gott, ich seh mich wen. Ihr wart doch mal. Guck ich mit meinem Problem an, schütte euch mein Herz aus und ihr, wie du fickt da, ey. Toll. Oschkar. Alle Zuschauer, guckt nicht mal zu. Haltet euch die Ohren. Hey. Schaltet weg und lernt nicht fürs Leben. Toll, hirnfreies Programm. Weißt du, Uwe, du tust immer so... Wie viele Abonnenten haben wir? 103. Oh, die geht zurück, gleich, was mal. 103? Mhm. So, da. Was hab ich schon prophezeit? Wir haben jetzt gleich gezogen mit meinem anderen Kanal, der hat jetzt auch 103. Ah, der überholen wir bald. Da werden wir bald zum Global Player, ja? Weil wir einfach die Porno-Player-Boys sind. Porno-Player-Boys... Ah, das fand ich ein bisschen frech, mich das jetzt alle zu schätzen. Na, hast du gleich Bitch-Slap gegeben, ne? Nicht ganz, aber hab ich erstmal gefragt, was das ist. Das fand ich schon ein bisschen frech, muss ich sagen. Spinnst du? Aber sie dachte, also bei mir zu Hause ist, dass ich alleine hier wohne in der Wohnung. In dem Haus. Und dazu wurde ich schon betatscht. Ja, meine Eltern kommen bald, du sollst damit jetzt aufhören. Nee, Quatsch. Hat sie mich rumgeführt, was ich zu Hause mir alles gezeigt, ne? Weil das sowas in Ordnung finde. So ist der Meinung, sollten wir das machen, wenn man irgendwas zum ersten Mal ist. Und da habe ich sie auch rumgeführt und dann meine ich, guck hier, das Schlafzimmer vom Eltern. Was? Schau, du wohnst alleine hier. Ich so, ja, ich bin alleine hier. Wissen da jetzt zur Zeit. Ja, das ich muss sagen, da Hut ab. Aber jetzt nicht mehr von mir reden, nicht mehr von euch reden, ja. Was gibt's denn bei euch Neues? Nichts, hä? So. Sie war vor, Philipp? Was gibt's bei mir? Bei mir gibt's nichts Neues. War klar. Nichts Neues beim Philipp. Alles Neue macht der Herbst und beim Philipp gibt's nichts Neues. Doch, ich hab mich irgendwann mal entschlossen, wenn ich mal genug Geld hab, meinen Flugschein zu machen. Das finde ich schon nicht, weil was? Das würde ich auch gerne machen. Eine Sportmaschine fliegen. Mhm.
Das finde ich geil, ja. Also, das hab ich mir heute nur überlegt. Pilotenschein? Das weiß ich nicht. Aber so Flugschein, sowas, das wäre vielleicht was Schönes. Genau. Ja. Mal bloß Flugschein machen und das Flugzeug, das kann man auch später irgendwann machen. Das kann man noch. Daniel, da kommt Creeper. Wo? Und ein kleines Zombie ist irgendwo noch in der Nähe. Oder? Ein kleines Zombie? Da ist er. Ach, hier ist er noch. Ich bin jetzt gar nicht gewöhnt mit dem Diamant. Ach doch, ist doch Band 2 in Rückstoß 1 drauf, wollte ich gerade sagen. Aua, ein halbes Herz. So weh. Hast du noch? Hab schon. Ja, so scheiße, ich wollte ja Wasser reinmachen. Leitern wollte ich bauen. So, Daniel, was gibt's bei dir Neues? Genau, das wirst du ausgehorcht hier. Eine Flammen gibt's bei mir Neues. Was ganz schön, herzlichen Glückwunsch. Ich wollte es vom Uwe hören. Was hast du? Eine Flammen. Ach, verdammt. Ein Platten auf dem Fahrrad. Ja. Was denn? Ich hab's nicht verstanden, was du hast. Flappen. Was soll denn das sein? Einen Führerschein. Achso, das ist doch hier Führerschein. Das ist doch so Flappen. Nee, Flappen hätten wir das. Alles beim ersten Mal, was sagst du? Hab ich bei 2 von 3 Führerschein auch geschafft. Und du mit deinem ersten, sei mal ganz ruhig. Ja, in der Familie bin ich der King hier. Ne? Cousin, 4-mal Theorie, 2-mal Praxis. Ach du Scheiße, 4-mal Theorie? Theorie sollte schon beim ersten Mal schon drin sein. Das ist einfach nur, du machst es halt 10-mal am Tag, dann hast du die Antworten zu den Fragen drin und dann ist gut. Ja, du weißt es irgendwann auswendig, das stimmt. Oh ne, ja. So sind sie halt, die Boom, ne? Die Gungs. Also Freunde lernt. Letztens wieder einer, ja, bei Theorieprüfung lernt schnell für, bin viel zu faul, na, wird schon wissen, was er von hat. Ach, so. Daniel, das sieht scheiße aus. Warte, was denn? Obwohl, warte, es wird. Hast du Leder? Muss ich gucken. Ne, guck. Hast du so gedacht ungefähr? Ein bisschen anders realisiert? Ja, ich hätte es gleich ohne Leitung gemacht. Doch, ich finde das auch mit Leitung besser. Ich würde dann den Wasserfall hier so hochschwimmen, aber an sich, ja, so in etwa. Weil von außen siehst du es nicht gerade. Nö, wenn du hier langläufst. Wenn du genau drauf achtest. Aber ich achte genau drauf. Du weißt gar nicht, um was es geht, bleib in deiner Gruppe. Ich möchte bitte, dass man per Schalterdruck das Wasser mit Lava austauschen kann. Na, damit jetzt einen Führerschein hast, sobald du einen Kraftwagen. Na, alles in Arbeit. Kannst du ja und noch nicht zu viel verraten, falls es dann doch nicht klappt. Kannst du wieder noch Zwicker fahren. Ich hab da schon was im Auge, aber schwer zu kriegen. So. Roter Sportwagen. Ich mach einfach mal einen Wischer, da kann mir ja alles besorgen. Roter italienischer Sportwagen mit Denzen Bunny drauf, hä? Italienischer Sportwagen? Mhm. Nee. Was war's noch? Glänzende was? Mit Tanzen Bunny drauf. Oder Tanzen. Tanzende nackten Weibern drauf. Das ist ein paar Pin-Up-Girls, ne? Schön auf dem Auto. Das ist... Ja, die liegen dann so auf der Fahrer- und Beifahrerseite so einfach nach hinten weg. Nein, ne, keine physischen Frauen, sondern Bilder drin. Na, draufgeklebt, genau. Pin-Up-Girls, das hat was. Hat irgendeiner, haben wir eigentlich schon mal Glas hier irgendwie Wenn gemacht? Man den Kofferraum hinten aufmacht, sieht so aus, als würde eine Frau ihre Beine spreizen. Ja, das war jetzt schön, das hast du auch fein gesagt. Ja, das ist schön. Das machst du bei deinem Auto dann, ne?
Das ist ja aus Papier sowas bastelt. Ja, wisst ihr. So. Ja, Mr. F. Wir fahren mal hier zum Brünieren. Du uns mal im Kofferraum hinten, nein. Zum Brünieren, das kann man da auch zeigen. Oh. Ich brauch Leder, Philipp. Ich hab kein Leder. Geh zum Uwe, der hat bestimmt was. Nee, hab ich nicht. Uwe hat immer was. Leder. Denk ich zumindest. Hab Schleder oder was? Ich will aber die Pferde nicht umbringen, da muss ich Geduld haben. Ich hab kein Leder. Bloß 4 verrottetes Fleisch. Das könnt ihr gerne haben. Und damit Bücher herstellen. Stimmt. Nie gemacht. Kann mir vielleicht ein Buch eingewickelt? Uwe hat bestimmt viel. In Uwe seiner Minecraft-Version kann er das bestimmt machen. Wir können das nicht. Na, weil ich meine gekauft habe. Ah. Oh, hier ist Lehm. Aber wieso? Hier passiert das Lehm. Ah. Boah, bist du heute wieder witzig. Ist Uwe im Sims witzig? Du bist so verstockt. Hat er schon was angestellt oder so? Der Uwe hat was angestellt. Okay. Uwe, du musst doch das Let's Play angucken. Wie? Muss ich das angucken? Ja, Sims 3 Let's Play. Das sind Sebastian, ich, du, Daniel zusammen in der WG. Ich finde das Spiel Sims eigentlich recht langweilig. Ne, wenn ich das Spiel. Aber guck mal. Du siehst dich ja quasi selber. Ja, ich versuche euch jeden immer so realistisch wie möglich darzustellen. Ja. Das ist dann schon witzig. Also macht das Let's Play nur für uns. Ja, für euch.